Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Bausimulator Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Was war das jetzt gerade schon wieder? Das ja, ich habe das Fahren ein bisschen verlernt. Vielleicht sollte man auf solchen Feldwegen und nicht mit diesem Fahrzeug fahren. Nur so eine Theorie. Vielleicht hätten wir den Geländewagen nehmen sollen. Quatsch, der passt. Der ist super hierfür. Ja, total. Genau, wir fahren in die Pampa, damit wir dort ein Windrad bauen können. Hier war ich halt echt tatsächlich auch noch nie. In meiner ganzen Bausimulator-Karriere. Aber hier ist unser Baufeld. Jo. Let's go. Sprich mit der Umweltbeauftragten. Einer der ortsansässigen Energieversorger hat vor einiger Zeit beschlossen, auf dem Gelände eine Windkraftanlage zu errichten. Von den Überresten dieser stillgelegten Industrieanlage wussten wir, aber nicht von den Fässern mit giftigen Abfällen, die obendrein auch noch undicht waren. Bitte entsorge diese alten Chemieabfälle so bald wie möglich beim Wertstoffhof. Dann sind wir noch im Mülldienst oder was? Sondermüll vor. Warum müssen wir das machen? Sollen hier noch Steine rum? Natürlich liegen fein säuberlich zurechtgestellte Chemiepaletten rum. Was braucht man dafür? Ich würde einen Pritschenwagen holen, oder? An. Steige ich da mal ein. Teleportiere mich dorthin. Danach dürfen wir einmal baggern und bohren. Baggern und bohren. Klingt gut. Vorsicht! Tust du leise eine aufheben, dann würde ich schon mal Bagger und Bohrer zurechtstellen. Naja, das ist ja auch noch die Gesteinsbrocken, die hier herumgehoben werden müssen. Sollen wir einen Mobilkran holen, oder? Die werden wir sowieso noch brauchen. Also du kannst ja auf jeden Fall schon den großen Autokran holen, weil den werden wir auf jeden Fall brauchen. Ja, aber Kran wird zum Erkennen, nee. Wird dann euch einen großen Autokran. Na, kommt vielleicht noch. Na, ich war nicht mal von Anfang an da. Naja, wenn wir gerade noch Müll entsorgen müssen und so. Da ist ein goldener Hammer hinten. Immerhin etwas. Dann ist der Tag gerettet jetzt. So stelle ich den am dümmsten auf. Irgendwie noch ein Gesteinsbrocken. Wo ist denn der? Ist das der da? Ich würde sagen, aber nicht im Weg, ne? Oh ja, machen wir das hinten, ist so. Ne? Möglich so, dass er nicht gleich wegfahren muss wieder. Zack, zack. Und dann laden wir den ganzen Bums wieder ab. Und sonst so. Hast du schon mal irgendwie gesehen, wie so Windräder gebaut werden? Also ich meine, man sieht immer, wenn man irgendwie auf der Autobahn ein bisschen länger unterwegs ist, dann sieht man eigentlich immer auf irgendeiner Raststätte steht immer so ein ganz langer Laster mit so einem Windradteilen dran, drauf. Hab ich noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Echt jetzt? Ne. Ich habe bestimmt öfter mal welche gesehen. Extrem selten Autofahrer und noch deutlich selten Autobahn. Ja, gut. So, jetzt brauchen wir einen Bagger. Bagger. Hier kommt der Bagger-Spezialist. Na.
Jetzt geht hier die Baustelle los. Alles voll mit gelben Autos. Was haben wir natürlich wieder vergessen? Was denn? Golden Gipper. Und ich hole mir jetzt den goldenen Hammer da. Ah, Muldenkipper. Ach genau, da wollte ich mir nämlich den großen kaufen, der sozusagen mehr Platz hat als die normalen. Wo ist denn hier der nächste Fahrzeughändler? Oh, ich habe zu wenig Platz beim Namen aus. Ach, du wolltest ja diesen riesigen Bergbau-Kipper da haben. Genau. Wird der hier mit einsortiert? Bin nicht so häufig ein- und aus, nicht so häufig auslernen musst. Genau. Wo sind denn die? Hier. Nehmen wir den. Ach, kostet ja auch nur 166.000. Peanuts, genau. Einsteigen. Noch ein gelbes Auto. Und dann wieder in den Bagger. Rankomme tue ich da nicht. Ja, okay, ich hab's jetzt eher so irgendwie in der Mitte. Oh, wieder dieses angenehme Baggergeräusch hier dabei. Wir haben's. Yay.
Nee, so ziemlich nah. Ich habe gerade über nach meinen Lichtern geschaut. Boah, alles muss weg. Stehen wir wieder super da, ne? Ja. Auch der Kran, perfekt. Ach, aber wir müssen jetzt die Bauzäune weg. Weil wir den gerade nachher hinstellen müssen wir den Bauzäunen. Aber der neue Laster, der lohnt sich echt. Uppala, aber nicht in die Grube fahren. Komm, du schaffst das. Fahr raus. Okay, nein, du schaffst nicht. Und der steckt auch allgemein fest. Na gut. Let's go! So, jetzt wird Drehbohrgerät. Wo haben wir es? Das ist doch ihr Spezialgebiet, das Drehbohrgerät. Ja. Das ist. Ich habe mit dem ja immer nur rumgekämpft. Aber wie du sagst, tatsächlich. Wir mussten hier rein eine Rampe bauen, weil hier noch tiefer das Drehbohrgerät bohren soll. Und noch ein gelbes, eine gelbe Baumaschine. Tucker, 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 Tucker. Ungefähr 5 km/h, ey. Oha, 9. So, 7. Ich hole derweil schon mal die Materialien, die wir für den nächsten Bauabschnitt brauchen, ne? Tu das. Ja. Die werde ich dann ja dort vor Ort bekommen. Der Pritschenwagen, der steht auch hier. Dann nehme ich den direkt mal. Du musst doch ziemlich sicher noch irgendwelche riesigen Spezialteile transportieren, oder? Ja, das müssen wir dann später machen, aber erstmal geht es gerade um ein paar allgemeine Sachen, die ich im Baustoffhandel abholen muss. Okay. Na, irgendwie so. Wir Betonarbeit. Haben Gitter und eben ja. Keine Ahnung, was es noch war. So ein Zeug ergeben. Aber dann später mal Spezialteiltransport, das habe ich auch schon gesehen. Wenn es dann wirklich darum geht, dann die Teile vom Windrad anzuschleppen. Boah, ich habe echt keine Ahnung mehr, wie dieses Ding funktioniert. Ist ja erst ein paar Folgen her. Naja, das ist schon ein paar Wochen her, also daher. Ah, okay, also ich weiß noch, dass man hier mit dem Kran. Das hier anhakt. Und dann. Warte mal, F1, Hilfe. Dann kann ich hier den Arm senken, genau. Zack. Und außerdem kann ich. Oh, der ist zu klein, der Pritschenwagen. So, jetzt haben wir das. Passt nicht alles drauf. Und jetzt kann ich. Du kannst doch stapeln, ne? Ne, wenn ich aufladen möchte, sagt er, kein Fahrzeug fand oder Fahrzeug zu klein. Ja, na gut. Ja, ich muss näher ran. So, jetzt kann ich das Ding hier senken. Hinab. Die Stapel das schon irgendwie das drauf. Verbinden oder ich flieg raus und bohren. Dann platzieren wir das Rohr da und dann wechseln wir wieder in den Funktionsmodus und runter damit. Apropos, ich könnte mal ein bisschen Licht machen. Ketten könnte man auch noch ein- und ausfahren. So, und dann das da einmal reinstecken. Und dann ganz tief reinbohren. Zack, fertig. Und ich brauche dann noch Beton. Ah, das passt doch super. Betonmischer.
Ach so, was mir gerade auch noch einfällt, wie ich hab, na, wir haben nach der letzten Folge haben wir auch noch die Ausbaustufe, die Voraussetzung fertig gemacht. Und da müssten wir jetzt auch dann, wenn ich gleich nochmal nachgucke, müssten wir tatsächlich auch die letzte Ausbaustufe machen können. Stimmt, wir sind ja noch durch die Gegend gefahren und haben noch getankt und repariert und sowas. Da habe ich auch ein sehr schönes Short bei aufgenommen. Na. Findet ihr natürlich bei uns auf dem Kanal. Oder oben auf dem i, wenn ich es nicht vergesse. Wenn Tobi dran denkt, zu verlinken. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon verlinkt. Das Short kam ja am ursprünglichen Termin der Folge raus, weil ich es mal wieder nicht geschafft habe, das zu schneiden. Naja, auch nichts Neues, ne? Nee, nicht ganz. Ach, wo bin ich jetzt hängen geblieben? Ach, ein Baum. So ein schlechter Zustand hier, der Wald. Überall hat's Bäume. Schlimm. Nur so Bäume in Wäldern. Ganz schlimme Sache. So, komm. Ich kann doch sonst immer so gut parken. Nee, eigentlich nicht, aber passt schon. Oh, Betonpumpe. Es wieder, warte, bis alle Daten synchronisiert sind. Let's go. Boah, da muss eine Menge Beton rein. Gut, sind auch tiefe Löcher. Ich glaube, wir haben Brückenpfeiler gebaut das letzte Mal, ne? Auf diesen Inseln. Mit dem Drehbohrgerät. So, haben wir auch. Sehr schön. Und jetzt steht es natürlich wieder im Weg. Okay, jetzt brauchen wir die Materialien. Halleluja! Es hat funktioniert. Wo sind die Rohre hin? Bin wieder da. Nur die Ladung. Meine Lieferung ist noch nicht da, weil ich die nicht kaufen konnte. Ich kriege jetzt ganz über diese Meldung. Bitte warte, bis alle Daten synchronisiert wurden. Aber ich komme auf die Map wieder. Na, immerhin. Ich muss mal überlegen, wo hast du gehalten? Bei welchen Materialien hinter? Bei dem in der Stadt, zu dem ich mich gerade hin teleportiere. Betreten. Kein passendes Fahrzeug verfügbar. Jo. Liefert einfach mal so, ohne auf Fahrzeug beladen. Da. Warte, was habe ich denn jetzt weggelassen? Also Rohre, Kabeltrommel und Eisen ist jetzt drauf. Tatsache, Betonschalung. jetzt ist toll. Man könnte auf die Eisen noch was drauf stapeln, aber vielleicht ist das weggelassen und auch zu groß zum draufstapeln. Dann ist so das eine Ding dann zum Hof einfach liefern lassen. Zur Hier Baustelle. zur Baustelle meine ich. Das Drehbohrgerät ist auch sehr gut im Tarnen, ey. Hat sich so richtig schön in den Büschen, da habe ich das versteckt, aber da guckt dieser riesige Arm oben raus. Ich sehe es gerade nicht mal. Hinter der Ach, da Materialanlieferung. hinten, lol. Ich hab's echt nicht gesehen. Ja, gerade im Dunkeln, da ist es. Hui, und die Ladung kommt geflogen. Hat viel Beton in sich drin. Ich kann die Melodie nicht egal. Ich nehme dir mal die Kabel weg, ne? Ja, machen Sie das. So, jetzt geht's endlich auch mal wieder alles hier. Das ist ja gerade schlimm gewesen. Kannst du mir die Betonpumpe in Stellung bringen?
Hast du, ach, hier steht sogar. Na, ich habe sie gerade schon mal verwendet. Wie hast du die denn geparkt? Aus dem Weg. Das ja funktioniert, vor allem weil die eine Stelze, die schwebte ja einen Meter über der Luft. Stelze? So, bei mir fährst du gerade mit ausgefahrenen Stelzen. Okay, nee, die sind eingefahren. Aber wir sind nicht ausgefahren. Ich habe mich also gewundert, warum du dir die Stelzen ausfahren konntest. Das Spiel auch nie erlaubt. Aber schön, dass du die eingefahren hattest. Und du Spiel bei mir denkst, dass die ausgefahren sind. Das wird jetzt eine So, immerhin Menge haben wir jetzt schon Beton. mal zwei Pfeiler, zwei Fundamentpfeiler. Na genau, wir haben Jetzt jetzt noch zwei Fundamentpfeiler, Fundamentbosten. die und jetzt bauen wir noch eine riesige Platte da drauf, Die Fundamentplatte. welche auch durch zwei Rohre noch gedingst ist, sodass da auch Leitungen durchkommen. Und da kommt jetzt jede Menge Beton rein. Jetzt muss ja noch an die Stromleitung angeschlossen werden, das Ding deswegen. Jo. Ein dickes Minus und ein dickes Pluskabel, ne? Ich bin mir sicher, das ist der Sinn dieser PVC-Rohre. Ja, die isolieren dann noch schön. Wahrscheinlich gehen auch andere Leitungen mit durch, aber. Das Klo vom Wärter. Wir kennen es nicht, der Windradwärter. Ja. Ja, müsst ihr wissen, in jedem Windrad, da sitzt so ein kleiner Wicht drin. Und der kurbelt immer fleißig. Deshalb dreht sich so ein Windrad ja, ne? Ja, das ist Wind so eine Verschwörungstheorie. So, jetzt gibt's Betonnachschub. Yay! Gut, wenn ich kein Beton ka kaufen darf, dann kann ich das auch nicht machen. Ja, schwierig, ne? Oh, es hat genau gepasst. Sehr befriedigend. Sehr gut. Och nee, ey, Alter. Dann wieder alles wegrollen. Alles im Weg wieder. Ich kann fahren, keine Sorge. Ja. Das sieht doch nicht mal so aus. Als ob du es nicht könntest. Ja. Der steht ja so ganz leicht im Weg, nur mit den Stützecken. So, jetzt wird's witzig. Teilsegment. So, was soll ich jetzt hinbekommen? Spezialelemente. Soll ich mal einen Sperrlasttransporter vorbereiten? Ja, bereit mal einen Schwerlasttransporter vor. Ich hole schon mal einen Autokran zu der Stelle hin. Ups. Ich habe mich genau dazwischen gestellt. Oh, auf zum Bauhof. Oh, der Kleine, Ja, der nochmal steuert sich auch zurücksetzen. wesentlich einfacher. Sehr gut. Oh, das ist nochmal eine Menge So, muss ich den Teilsegment. Spezialteil abholen? Bauhof. Von der Stadt. Wetten, das passt jetzt hier nicht mehr hinten drauf. Also meine Suche im Job heißt Spezialteilplatzierung heißt immer Gondelplatzierung und Gondel, Nabenplatzierung, ja. Vorderplatzierung. Und der Rest Gondel, ist Narbe, ja. Spezialteilplatzierung oder Turmsegmentplatzierung. Also muss wahrscheinlich die Gondel oder die Nabe sein. Die Narbe, das ist das Ding, was ich hier habe noch, wo die Rotoren dann drankommen. Die Da brauchen wir drauf Rotoren. dann so noch mal Platz. Da vorne vielleicht. Nö. Schade. Naja. Einfach ohne, dass es angedockt ist. Es wird nicht funktionieren, aber. Nein, es funktioniert nicht. Send help? Ja, sorry, ich kann nichts machen. Muss es abkoppeln. Hat das irgendwie auch gerade gedreht so? Ja, das steht bei mir auch schief Okay. unterm Container. Kann ich fahren? Ja, warte, ich zieh's dir raus.
Den Splitter. Ja. Kannst du ja nochmal mit einem anderen Gerät vorbeikommen. Oder ich hole mir einen Pritschenwagen einfach her. Oh, du fährst ja vor dem Kran, dass die am Haken einfach nicht geht. Ich glaube, das funktioniert so nie. Meinst du? Ich glaube, ja. Das wird doch nicht ganz verkehrssicher. Das sieht schon imposant aus. Ja, okay, der Plan ist schief gegangen. Ich wollte abkürzen, ne? Und hier direkt den Berg hochfahren. Das klingt nicht so gut. Ja, warte mal, vielleicht sehe ich dich, wenn ich den Arm ganz ausfahre. Ja. Bin sie auf der Straße. Ah ja. Ah ja, da sehe ich's. Ja. Da ist der Pascal. Weil hier ist eine flachere Stelle. Ja, hier könntest du tatsächlich hochkommen, aber ich weiß nicht, ob es dann schwierig wird mir oben mit den Bäumen. Ausweichen, einfach. Ja, also passt perfekt. Ah, Heck schwenkt aus. Hast ja nur so ein kleines Heck hier, ey. Ey, nicht wegfahren. Na guck mal, den Rest haben sie jetzt wieder verbuddelt hier. Und ich beim Erdhaufen nicht dagelassen habe. Thank you.
Ich bin sehr froh, dass deine Firma die Misere in den Griff bekommen hat und sogar etwas Gutes daraus entstanden ist. Allerdings sind wir mit dem Thema noch nicht fertig. Ich freue mich ja, dass sich wieder mehr Leute ansiedeln, aber das erhöht eben auch den Energiebedarf der Stadt. Es wird also sicher nicht die letzte Windkraftanlage sein, die hier gebaut wurde. Du hast einen wichtigen Grundstein für diesen neuen Weg gelegt, wofür ich dir und deinem ganzen Team im Namen der Stadt danken möchte. Stell dir vor, du spielst Singleplayer und die spricht von deinem ganzen Team. Ja. Aber andererseits redet sie auch häufig von du. Da denke ich immer so, ich stehe gleich daneben. Was ist mit mir? Jo, haben wir geschafft. Naja, wir räumen hier noch ein bisschen auf und... Okay. Beziehungsweise... Bei mir backt einfach der Kran durch die Gegend. Ich habe gerade einen Screenshot von gemacht. Das Kranfahrzeug an sich, das ist einfach in der Luft geschwebt und hin und her gebonkt. Interessant. Ich guck gerade mal ganz kurz bei Ausbaustufen. Wir haben nämlich jetzt alle Ziele erfüllt hier. Tankstelle 2 können wir jetzt hier holen. Für 100.000. Und Werkstatterweiterung. Macht's auch nochmal krass. Und... Ja, dann haben wir jetzt eigentlich die Ausbaustufe, ne? Nee, warte. So. Ach, das Navigieren mit den Dingern ist auch echt schwierig. Ausbaustufe L. Nö, wir haben alles. Wir sind durch mit Ausbaustufen. Ja. Nice. Läuft. Bei uns, würde ich sagen. Haben wir das. Sehr schön. Dann war es auch von der Folge, würde ich sagen. Jo. Dann bleibt eigentlich nur noch ein Auftrag übrig. Der Museumsanbau. Und das Finale halt. Das gibt's dann im Livestream. Ja, klar. Aber bis dahin noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.